Heute leben rund 33.300 Personen russischer Herkunft in Österreich, die meisten davon in Wien. Die russische Botschaft schätzt die Zahl der Personen mit russischen Wurzeln auf ca. 100.000. 2013 verzeichnete Österreich rund 1,95 Millionen Nächtigungen von russischen Gästen. Das ist ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die Tourismuswirtschaft. Das war Delikatesse. Erwischt, jemand schält und sagt, da können wir trinken gute 5 Liter Bier mit so einem Fisch. Ja, Wien ist doch so schön. Komm, ich bin Besitzer, ich werde. Kommen wir nach Wien, nix. Und da sind wir schon geblieben. Der Balalaika-Club in Wien. Hier sind Russen unter sich und pflegen die Tradition der russischen Musikkultur. Die russischen Frauen wollen keinen armen Mann. Die schauen alle auf Kohle. Alle. Für Russen gilt Österreich als sicherer Staat für ihre Geldanlage. Für den internationalen Handel ist der Standort Wien strategisch hervorragend gelegen, weshalb Luxusimmobilien sehr gefragt sind. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, dass ein Kunde zu mir ins Büro gekommen ist, seine Pistole bei mir am Tisch gelegt hat und gesagt hat, Herr Thomas, ich vertraue Ihnen voll, aber wenn etwas nicht passt, dann sehen Sie hier, was ihnen passiert. Baden war nach dem Zweiten Weltkrieg die österreichische Kommandozentrale der sowjetrussischen Armee. Vom Badener Bürgermeister Josef Kollmann wurden die Russen 1945 als Befreier begrüßt, aber auch umgehend gebeten, wieder abzuziehen. Verbunden mit dem Hinweis, Russen in Zukunft gerne als Kurgäste willkommen zu heißen. Heute kommen Russen in erster Linie, um österreichischen Wein zu verkosten. Wenn wir Musik hören, können wir nicht ruhig sitzen. Es muss sofort tanzen. Der Berufsjäger und Jagdreiseveranstalter Herbert Neubauer hat bei einer Jagdreise in Russland seine Frau Svetlana, eine Sambo-Meisterin, kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein glückliches Paar. 90% der Russen mag Österreich sehr. Und Österreich ist ganz andere Qualität vom Leben. Eigentlich, ich weiß nicht, ist es übel hier in Russland immer. Viele Leute sagen so, Österreich, das ist Land für Pensionisten.